Habt ihr euch schon mal gefragt, warum manche Kunstwerke nicht repariert werden? Ich meine, schaut euch doch mal hier diese Finger an. Die sind abgebrochen. Warum werden denn da nicht neue Finger angeklebt? Um das herauszufinden, können wir im Germanischen Nationalmuseum in eine ganz besondere Abteilung gehen, nämlich die Restaurierungswerkstätten. Bevor wir das machen, nicht vergessen, unbedingt unseren Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst. In dieser Abteilung arbeiten Menschen, die sich um die Kunstwerke des Museums kümmern. Sie pflegen und gucken, wie sie ganz lange gut erhalten bleiben. Außerdem erforschen sie, aus welchen Materialien die Kunstwerke damals gemacht wurden. Man nennt sie Restauratorinnen und Restauratoren. Eine davon, Elisabeth. Hallo Elisabeth. Hallo Maria. Oh, das sieht toll aus. Was machst du da gerade? Ich arbeite gerade an dieser Skulptur. Mhm. Das ist eine Strahlenkranz-Madonna. Die steht eigentlich in einem großen Schrein, also wie so ein Kasten mit Flügeln, also wie ein Schrank, muss man sich das vorstellen. Und die war jetzt sehr lange im Depot untergebracht und die soll jetzt aber wieder in die Ausstellung kommen und deswegen restaurieren wir die. Und das heißt, du reinigst die dann jetzt oder was passiert da gerade? Ich bin gerade bei der Reinigung der Oberfläche, also hier im Gesicht. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also macht man das dann mit Seife und Bürste oder wie wird das gemacht? Also tatsächlich verwende ich Wasser mit ganz wenig Seife und einen Radierstift. Also das ist wie ein Radiergummi in diesem Stift. Aha. Und ich muss halt ein ganz kleines Wattestäbchen nehmen, damit ich wirklich nicht so viel Feuchtigkeit auftrage und dann wird das so abradiert. Und am Anfang habe ich auch mit dem Mikroskop kontrolliert, dass man wirklich nur den Schmutz abnimmt und jetzt die Farbschicht nicht beschädigt. Schaut mal, hier sieht man sehr gut, wie beispielsweise die Haut des kleinen Jesuskindes vorher aussah und wie sie nach der Reinigung erscheint. Toll, wie das funktioniert. Auch wenn es bestimmt wirklich lange gedauert hat. Und wenn jetzt hier alles gereinigt ist, dann kann die Skulptur direkt in die Ausstellung und wir können sie alle angucken. Oder wie ist das dann? Nein, noch nicht. Also da kommt noch ein ganz wichtiger Arbeitsschritt, das ist die Retusche. Und ich zeig dir das, hier sieht man ja lauter kleine weiße Fehlstellen. Das sind alles Beschädigungen, da ist die Vergoldung ausgebrochen. Mhm. Und das ist bei so einer alten Skulptur ja auch ganz normal. Daran erkennt man ja, ob das die richtig alt ist und viel erlebt hat. Aber diese weißen Stellen, die lenken natürlich ganz schön ab. Und in die würden wir noch mit kleinen Farbpünktchen würden wir die schließen, sodass die optisch nicht mehr so auffallen. Mhm. Und dann kann man dann in der Sammlung die Skulptur oder in ihrem Schrein dann wieder insgesamt viel besser wahrnehmen. Für die Retusche an Skulpturen verwendet man im Museum meist Aquarellfarben, also Wasserfarben. Die kennst du vielleicht auch. Zum einen, weil sie leicht aufzutragen sind und man sie gut für die benötigte Farbe mischen kann. Zum anderen, weil man sie wieder problemlos wegmachen könnte und dadurch nichts beschädigt oder für immer verändert. Mir ist vorhin in der Ausstellung etwas aufgefallen. Und zwar habe ich gesehen, bei einer Skulptur, da fehlt ein Finger. Und ich vermute mal, da war eigentlich ein Finger dran. Warum wird er denn nicht irgendwie repariert, wieder angeklebt oder sowas in der Art? Also hier an der Krone waren zum Beispiel lauter Schmucksteine eingesetzt. Da sieht man das, wo überall die Löcher sind. Und jetzt könnte man sagen, wie bei dem Finger, man ergänzt vielleicht diese Steine und setzt das wieder ein, damit das wieder aussieht wie früher. Aber einerseits wissen wir gar nicht ganz genau, welche Steine da nun gewesen sind. Und andererseits haben wir auch andere Bereiche an der Skulptur, die haben sich mit der Zeit so stark verändert, dass man das gar nicht mehr rückgängig machen kann. Okay. Zum Beispiel der Mond, der ist versilbert gewesen und der hat eigentlich ganz hell metallisch ausgesehen, wie Silberschmuck. Und mit der Zeit ist das Blattsilber schwarz verfärbt. Also dieses Gesicht war eigentlich mal so ganz scheinend und silber? Ja, okay. Genau. Das war richtig silbern und das ist aber ein Plattmetall und das hat sich so stark verändert, dass es jetzt schwarz ist. Und an dem Mond kann man da auch nichts mehr machen, aber das Tolle ist ja, es ist trotzdem eine alte Schicht. Also wir haben eine Schicht, die ist 500 Jahre alt. Mhm. Und die wollen wir jetzt ja nicht mit neuer Farbe oder neuem Metall verändern oder verfälschen. Das heißt, das Wichtigste ist jetzt nicht, dass das Kunstwerk total neu und strahlend aussieht, sondern dass man schon erkennt, dass es eigentlich ganz schön alt ist, vielleicht auch viel erlebt hat. Nur, dass man eben auch sieht, dass es gut erhalten ist. Also wie du ja meintest hier an diesen goldenen Teilen. Ja, genau. Die Vergoldung ist hier zum Beispiel sehr gut erhalten. Mhm. Und das heißt auch nicht, dass wir überhaupt nie was ergänzen würden bei einem Objekt. Das entscheiden wir wirklich von Fall zu Fall, ob man das nicht doch vornimmt. Okay. Ja, und an dieser Madonna haben wir natürlich jetzt noch einiges zu tun. Was glaubst du, wie lange dauert das noch? Also das dauert noch eine ganze Weile. Ich arbeite da auch nicht alleine dran, sondern wir arbeiten da im Team. Aber zur Mittelalterausstellung wird sie auf jeden Fall fertig sein. Und dann kann man sie auch wieder in dem Schrein sehen und nicht nur liegend auf einem Tisch. Oh, da bin ich sehr gespannt drauf. Vielen Dank, dass du mir alles gezeigt hast. Sehr gerne. Ein wirklich spannender Job, oder?
Und eigentlich ist es auch cool, dass man durch kleine fehlende Stellen oder Risse sehen kann, was ein Kunstwerk alles erlebt hat. Also ob es vielleicht auf Reisen war, in einer kühlen Kirche hing oder vielleicht auch mal übermalt wurde. Wenn ihr noch Fragen habt an unsere Restaurierung, dann ab damit in die Kommentare.